Die Nachtwandler sind wieder unterwegs. Wie spät haben wir? Weiß nicht. Halb fünf? Halb fünf? Nee, viertel vor fünf. Ja, aber wir wollen noch zu Starbucks, weil Arne auf Kaffee einladen. Julia lädt mich auf den Kaffee ein. Da gibt es auch gleich ein Küsschen. Und was habe ich hier in der Hand? Nimm mal hoch. Trotzdem noch mein Monster Orange. Falls es mir an Koffein nicht reichen sollte fürs Workout. Könnte ja sein. Könnte ja sein, dass der Koffeinpegel sofort wieder runtergeht. Genau. Aber das seht ihr gleich. Heute filmen wir auch ein bisschen im Gym, damit ihr das Gym mal seht. Das jetzt verwechsel ich das wieder nicht. Hardcore Gym, The Gym Maui heißt das Ganze. The Gym Maui. Und dort werden wir heute Push trainieren, oder? Du auch? Ja. Ja. Beide Push. Wir haben beide extrem Muskelkater von dem mega tot von den Hardcore Leg Workout gestern. Und wir wollen heute noch ordentlich laufen. Road to Hana. Gut. Gute Idee. Beste Regeneration, aktive Regeneration. So, wir sind angekommen im Form The Gym Maui. Und ihr werdet gleich sehen, was wir hier Schönes trainieren werden. Julia ist schon ganz heiß. Jetzt gibt es erstmal ein Monster nochmal. Kaffee ist schon drin. Also Koffeinlevel stimmt.
war das Training? Meine Brust ist voll. Deine ist immer voll, ich weiß, aber... Oh, jetzt werden wir geflaggt hier mit der Musik. Ich muss leider weg. Wir fahren jetzt nach Hause Pancakes machen. Oder ich, besser gesagt. Die Gains, same. Geiles Gym, wenn ihr mal auf Maui seid, auf jeden Fall hier The Gym Maui auschecken. $55 kostet Monatskarte, Tageskarte $10. Wir sind ja jetzt 10 Tage hier, das heißt, das Monatsticket lohnt sich mehr. Auschecken, The Gym Maui, richtig geiles Equipment und geile Atmosphäre. Aloha und moin moin zum Frühstück. Ein riesen Pancake. Der ist richtig, richtig dick. Sieht man hier vielleicht. Mit Blaubeeren drin. Und Cheesecake Jello. Hier nochmal Greek Yogurt. Für die Proteins mit Flavor Drops Erdbeer. Und Kaffee. Ein paar Strawberries. Für die Micros der Sugar Free Maple Flavor. Julia hat auch noch 3 Pancakes. Und 3 Eier. Das ist das Frühstück. So, Freunde, wir sind wieder am Strand in Waimea. Wir haben zwar den Hauptstrand nicht gefunden. Das heißt immer noch Wailea. Wailea, Nivea, am Nivea-Strand oder wo auch immer. Auf jeden Fall haben wir uns hier auf so einem Luxushotel-Privatstrand gesneakt, oder? Ich glaube schon. Aber wir lassen uns hier auch nicht vertreiben. Weil hier ist nice. Würde ich sagen. Spät ist jetzt 10 Uhr. Und kurz nach 10. Die Sonne ist noch angenehm. Die Brandung ist ein bisschen stark. Die Stimmung ist 1A. Das nenne ich mal einen gepflegten Beach. Guckt euch mal an, wie der Rasen hier aussieht. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera überhaupt. Das sieht aus wie so ein Kunstrasen. Das ist wahrscheinlich irgendwo ein Luxushotel hier. Very nice. Paradise is very nice. Paradise. Very nice. Das wusste schon LL Cool J. So Leute, jetzt haben wir Burger Time. Wir sind ja in Amerika und wir haben hier richtig geile Burger gezaubert. Alle schon so halb fertig. Was sind das so? Onion Buns? Mhm. Hier sieht man das. Oh, riecht schon richtig gut. Und Chicken Patties, die waren auch schon fertig. Die riechen so ein bisschen nach Sujuk. Die 2 Stück. Auch geil. Thousand Islands Fat Free. Ja, und hier ist noch einmal Käse, der 2% von Kraft drauf. Dann gibt es natürlich noch die Green Salat mit Tomaten und Root Beer und Coke Light. Wahrscheinlich, ne? Diet Coke. So, 2 Burger. Sonst haben wir heute nichts mehr gemacht, außer eingekauft. Und dann werden wir uns nochmal Patrick und Misha angucken. Die waren ja hier schon mal auf Maui. Und Road to Hana haben die auch schon gemacht. Mal gucken, ob die so ein paar Tipps haben. Ich meine, das Video hätte ich damals schon mal gesehen. Das gibt's als Entertainment zum Essen dazu. Ne, du die Pro Army. Sunset auf Maui. Guckt euch das mal an. Und Opa verschwinden noch kurz in die Fluten. Wenn ihr sie gleich nicht mehr seht, sind sie weg. Ich gönne mir dazu natürlich noch eine kleine Leckerei. Und zwar auch von Danone Greek Frozen Yogurt. Salted Caramel. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Macro sieht. Pro Serving. Das heißt, da sind 4 Servings drin. 160 Kalorien, 3 Gramm Fett, 28 Kohlenhydrate. 6 Protein, also ziemlich genau 650 Kalorien. Und ich bin gespannt, wie der so schmeckt. Fast geschmeckt.
Sonnenuntergang kann. So schmilzen das so schnell. Ja, weil das Greek Joghurt ist, oder? Ja. Wie schmeckt das denn? Aber geil. Oh Leute. Das kann Arne ja gar nicht leiden, wenn sein Eis nur ein bisschen geschmolzen ist. Lieber noch ein bisschen hart. Oh, ist geil. Richtig karamellig, saltig. Oh, geil. Gut, dass sie mir auch eins gekauft haben. Mhm. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. Made up, baby, that's made.